Modelltest 1. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Beispiel. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60,50 Euro? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60,50 Euro? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Entschuldigung? Ja, bitte? Wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19, um 16:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Entschuldigung? Ja, bitte? Wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19, um 16:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend. Oh, Freitagabend kann ich nicht, da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag?
Nein, tut mir leid. Am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima. Das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend. Oh, Freitagabend kann ich nicht, da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid, am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima, das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Modelltest 1. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jede Durchsage einmal. Beispiel. Liebe Kunden, heute ganz billig Äpfel neue Ernte. Das Kilo für nur 2,15 Euro. Birnen das Kilo 2,50 Euro. Bananen das Kilo nur noch 2,69 Euro. Sieben.
Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A. Acht. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13.20 Uhr, sondern um 14.20 Uhr. Ich wiederhole, der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nein. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist 6 Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen. Modelltest 1. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Hier eine Durchsage für die Reisenden auf Gleis 12. Die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof fährt wegen einer Betriebsstörung heute 20 Minuten später. Die Abfahrt ist 12.21 Uhr. Beispiel. Hier eine Durchsage für die Reisenden auf Gleis 12. Die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof fährt wegen einer Betriebsstörung heute 20 Minuten später. Die Abfahrt ist 12.21 Uhr. Elf. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an.
12. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an. Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Uhrzeit und Zeitangaben. 2. Hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, natürlich. Es ist genau 2:30. Danke. Zwei.
Tom, was gibt es heute im Fernsehen? Einen schönen Tierfilm. Und wann kommt der? Um 7:45. Drei. Es ist 19.25 Uhr. Sie hören jetzt den Wetterbericht. Vier. Entschuldigung, wissen Sie, wann die S-Bahn zum Bahnhof fährt? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die nächste S-Bahn fährt um 17.43 Uhr. Danke. Fünf. Sag mal, Claudine, wann hast du deinen Termin beim Arzt? Heute, um 10:10 Uhr. Hoffentlich musst du nicht so lange warten. Sechs. Liebe Kunden, unser Supermarkt schließt in 10 Minuten um 20 Uhr. Bitte gehen Sie jetzt langsam zur Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Angaben zur Person. 5a. Wie heißen die Personen? Hören Sie und schreiben Sie die Namen. Eins. Guten Tag, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Peter Schlosser. Können Sie das buchstabieren? Gerne. P-E-T-E-R und dann S-C-H-L-O-S-S-E-R. Zwei. Sie sind Frau Albrecht? Ja, mein Name ist Jutta Albrecht. Jutta schreibt man J-U-T-T-A und Albrecht, meinen Nachnamen, A-L-B-R-E-C-H-T. Drei. Und wie heißt du? Yasar Öztürk. Kannst du das buchstabieren? Ja. Yasar schreibt man Y-A-S-A-R und Öztürk Ö, also O-Umlaut, Z-T, U-Umlaut, R und K. Vier. Und Ihr Name bitte? Ich bin Magdalena Czoska. M-A-G-D-A-L-E-N-A. Und mein Nachname? C-Z-O-S-K-A. Fünf B. Wo arbeiten die Personen? Hören Sie und schreiben Sie die Namen. Eins. Frau Czoska, wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei der Firma Pauli. Die schreibt man am Ende mit Y, also P-A-U-L-Y.
2. Und Sie, Herr Schlosser? Wo arbeiten Sie? Bei VW. Drei. Und Frau Albrecht, wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei BMW. Vier. Und Yasser, hast du schon eine Lehrstelle? Ja, ich mache meine Ausbildung bei der GZE Bank. Sechs. Sie wollen telefonieren. Hören Sie und schreiben Sie die Telefonnummern. 1. Hallo Robert, hast du Telefon? Ich habe ein Handy. Und wie ist deine Nummer? Die Vorwahl ist 0176 und die Nummer ist 223-89327. 2. Hier die Telefonauskunft der Deutschen Telekom. Die Rufnummer hat sich geändert. Bitte wählen Sie 069-43-2811. 3. Guten Tag, Frau Holzhammer. Können Sie mir Ihre Telefonnummer sagen? Gerne. Das ist 0611, die Vorwahl für Wiesbaden, und dann die 56225. 4. Frau Kreisler, Sie kommen aus Österreich, aus Linz. Wie ist die Vorwahl von Linz? Die Vorwahl ist 0043 für Österreich und dann die 0732 für Linz. 2. Wie komme ich? Hören Sie und zeichnen Sie den Weg auf der Karte. 1. Entschuldigung, wie komme ich zur Post? Gehen Sie die erste Straße rechts und dann geradeaus. Dann sehen Sie links das Schwimmbad. Daneben ist die Post. 2. Entschuldigung, ich suche den Bahnhof. Ach, das ist ganz einfach. Gehen Sie immer geradeaus. Am Ende der Straße ist der Bahnhof. 3. Guten Tag. Können Sie mir helfen? Ich suche die Sprachschule Lingua. Die Sprachschule Lingua? Das ist nicht weit. Gehen Sie immer geradeaus bis zum Bahnhof. Am Bahnhof gehen Sie gleich nach links. Und nach 50 Metern sehen Sie rechts die Sprachschule. 4. Guten Tag, ich suche die Straßenbahnlinie 12 zum Kaiserplatz.
Wo ist die Haltestelle? Gehen Sie die erste Straße links und dann gleich nach rechts. Da ist die Haltestelle. Fünf. Durchsagen. 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Eins. Und hier ein wichtiger Hinweis für Reisende nach Hamburg. Der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr, fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Ich wiederhole, der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr, fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Zwei. Letzter Aufruf für Herrn und Frau Schmidt, Flug LH-222 nach Berlin. Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich zum Flugsteig 12. Ihre Maschine ist abflugbereit. Zwei. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jede Durchsage einmal. Eins. Liebe Fahrgäste, Sie bekommen heute ein leckeres Abendessen in unserem Zugrestaurant. Auch für unsere kleinen Gäste haben wir ein extra Menü zusammengestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Zwei. Sehr geehrte Fahrgäste, leider können wir im Moment nicht weiterfahren. Zwischen Frankfurt und Aschaffenburg hat es vor 10 Minuten einen Unfall gegeben. Wir bitten um Entschuldigung. Drei. Durchsagen am Telefon. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Eins. Hallo Anja, hier Maria. Du kommst ja morgen um 14.15 Uhr an, hast du mir geschrieben. Ich hole dich dann am Bahnhof ab. Ich kann aber leider erst 15 Minuten später kommen. Ich habe vorher noch einen Termin. Bis morgen. Ich freue mich. Maria. Zwei. Guten Tag, Herr Wagner. Hier Reisebüro Lohmann. Ihr Ticket ist angekommen. Sie können es morgen abholen. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis oder Pass mit. Vielen Dank. Drei. Frau Gundlach, angekommen mit dem ICE aus München. Bitte kommen Sie zum Informationsschalter der Deutschen Bahn zwischen den Gleisen 1 und 2. Dort liegt eine Nachricht für Sie.
Lebensmittel einkaufen. 1. Wie teuer sind? Hören Sie und ergänzen Sie die Preise. Liebe Kunden, in unserer Obst- und Gemüseabteilung bieten wir Ihnen heute 1 Kilo Äpfel für 1,59 Euro, das Kilo Birnen für 1,75 Euro. Im Sonderangebot diese Woche Tomaten, das Pfund für 1,44 Euro und Kartoffeln, festkochende, das Kilo für 1,85 Euro, Bananen, das Pfund 1,90 Euro. Greifen Sie zu! Zwei. Was kostet? Hören Sie und ergänzen Sie die Preise. Und heute im Sonderangebot französisches Weißbrot, frisch und knusprig, nur noch 99 Cent. McGarry Pommes Frites, die Packung nur 1,25 Euro. Biomilch Almenhof, der Liter für 1,07 Euro. In unserer Getränkeabteilung gibt es Klosterbach Mineralwasser. Die Literflasche heute für nur 59 Cent. Wohlstädter Apfelsaft, den Liter für 79 Cent. Drei. Was kauft der Mann? Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Guten Tag. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel. Gerne. Sonst noch etwas? Ja, die Bananen sehen schön aus. Bitte 5 Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen aus der Region, ganz frisch, das Kilo für 1,50 Euro. Gut, dann auch noch 1 Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen, das macht zusammen 4,90 Euro. Oh, wie dumm. Ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 Euro. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Vier. Was ist heute im Angebot? Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Meine Damen und Herren, besuchen Sie unsere Wurst- und Fleischabteilung. Heute Parmaschinken aus Italien und Serrano-Schinken aus Spanien, frisch gekommen. Eine besondere Spezialität. Heute besonders billig, ein ganzes Hähnchen für nur 2,95 Euro. Und 2 Hähnchen gibt es zum Preis von 5 Euro. Besuchen Sie auch unsere Fischabteilung im 1. Stock. Freizeit. 5. Hören Sie und kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Eins. Hallo Angelika. Wir wollen doch heute Abend ins Kino gehen. Leider kann ich nicht mitkommen. Meine Tochter ist krank. Ruf mich an, dann machen wir etwas anderes aus. Bis dann, Julia. Zwei. Liebe Hörer, hier eine Mitteilung der Polizei. Am Waldstadion gibt es keine Parkplätze mehr.
Besucher des Fußballspiels, bitte kommen Sie mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Sechs. Hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Eins. Hey Robert, Uwe hier. Nie bist du zu Hause. Ich bin jetzt noch im Schwimmbad. Das Wetter ist so toll. Ich komme dann um 20 Uhr zum Konzert. Treffen wir uns dort? Ich freue mich. Zwei. Hallo Andrea, hier ist Jasmin. Wir wollen uns doch am Samstag treffen. Komm doch zu mir. Im Fernsehen gibt es einen tollen Film um 8 Uhr. Nächste Woche können wir ja ins Kino gehen. Ich bestelle dann Pizza, okay? Kleidung. 5. Hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Was kostet die Jacke? Stimmt das? 154 Euro? Ist die wirklich so teuer? Mal sehen. Ich glaube, da ist noch der alte Preis dran. Ich schau mal im Computer nach. Die Jacke kostet jetzt 94 Euro. Aha, das ist schon besser. Zwei. Entschuldigung, ich suche Schuhe, normale Schuhe, keine Sportschuhe. Sind die auch hier im dritten Stock? Nein, da müssen Sie in den ersten Stock gehen. Hier ist die Sportabteilung. Im ersten Stock gibt es Herrenschuhe. Sie suchen doch Schuhe für sich. Kinderschuhe gibt es im zweiten Stock. Ja, ich suche Schuhe für mich. Die finden Sie, wie gesagt, im ersten Stock. Danke. Modelltest 2. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. So, bitteschön. Hier ist das Medikament. Bitte nehmen Sie nur eine Tablette am Tag. Und wie soll ich sie nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Dankeschön. Was bekommen Sie? 5 Euro, bitte. Beispiel. So, bitteschön. Hier ist das Medikament. Bitte nehmen Sie nur eine Tablette am Tag. Und wie soll ich sie nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Dankeschön. Was bekommen Sie? 5 Euro, bitte. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Auf meiner Uhr ist es 3:30. Ich glaube aber, meine Uhr ist kaputt. Das ist richtig. Es ist schon 3:30. So spät? Da muss ich schnell gehen. Mein Bus fährt um 4:50. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Auf meiner Uhr ist es 3:30. Ich glaube aber, meine Uhr ist kaputt.
Das ist richtig. Es ist schon 3:30. So spät? Da muss ich schnell gehen. Mein Bus fährt um 4:50. Zwei. So, Herr Pauli, hier ist Ihr Schlüssel. Sie haben die Zimmernummer 121. Können Sie mir nicht Zimmer 212 geben? Im zweiten Stock, wie letztes Mal? Das Zimmer ist sehr schön und sehr ruhig. Ich glaube, Zimmer 212 ist nicht mehr frei. Einen Moment. Nein, tut mir leid. Na gut, da kann man nichts machen. So, Herr Pauli, hier ist Ihr Schlüssel. Sie haben die Zimmernummer 121. Können Sie mir nicht Zimmer 212 geben? Im zweiten Stock, wie letztes Mal? Das Zimmer ist sehr schön und sehr ruhig. Ich glaube, Zimmer 212 ist nicht mehr frei. Einen Moment. Nein, tut mir leid. Na gut, da kann man nichts machen. Drei. Hi, Anja. Kommst du morgen zur Party? Ja, klar. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein. Essen und Trinken habe ich schon gekauft. Aber vielleicht hast du ein paar neue CDs. Ja, die bringe ich mit. Bis morgen. Hi, Anja. Kommst du morgen zur Party? Ja, klar. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein. Essen und Trinken habe ich schon gekauft. Aber vielleicht hast du ein paar neue CDs. Ja, die bringe ich mit. Bis morgen. Vier. Hallo Julia. Hallo Tom. Sehen wir uns am Samstag? Nein, ich habe keine Zeit. Meine Mutter und meine Tante kommen am Samstag zu Besuch. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und möchte ihnen die Stadt zeigen. Oder möchtest du mitkommen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Hallo Julia. Hallo Tom. Sehen wir uns am Samstag? Nein, ich habe keine Zeit. Meine Mutter und meine Tante kommen am Samstag zu Besuch. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und möchte ihnen die Stadt zeigen. Oder möchtest du mitkommen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Fünf. Verzeihung, ist das hier die Sprachschule? Nein, das ist der Bahnhof. Und wie komme ich zur Sprachschule? Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Volkshochschule ist direkt neben dem Schwimmbad. Verzeihung, ist das hier die Sprachschule? Nein, das ist der Bahnhof. Und wie komme ich zur Sprachschule? Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Volkshochschule ist direkt neben dem Schwimmbad. Sechs. Hallo Tim, machst du auch den nächsten Kurs, Stufe 3? Ja, klar. Weißt du, wann der Kurs anfängt? Am 1. September. Gibt es auch Kurse im Juli und August? Ja, aber die Sommerkurse sind schon voll. Es gibt keine Plätze mehr.
Hallo Tim, machst du auch den nächsten Kurs, Stufe 3? Ja, klar. Weißt du, wann der Kurs anfängt? Am 1. September. Gibt es auch Kurse im Juli und August? Ja, aber die Sommerkurse sind schon voll. Es gibt keine Plätze mehr. Modelltest 2. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten fahren die S-Bahnen heute von Gleis 103. Auf den Gleisen 101 und 102 fahren heute keine Züge. Sieben. Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten halten die U-Bahnen heute nicht am Südbahnhof. Fahrgäste zum Südbahnhof, bitte steigen Sie am Luisenplatz aus und nehmen Sie dort die Buslinie 42 zum Südbahnhof. Acht. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung. Heute haben wir für Sie Wurst- und Fleischspezialitäten aus Italien und Spanien. Und als Sonderangebot 500 Gramm Bio-Kaffee heute nur 3,96 Euro. Neun. Liebe Reisende, wir sind jetzt gleich in Friedberg. Sie können jetzt die Altstadt besuchen. Stadtpläne bekommen Sie beim Fahrer. Wir treffen uns wieder um 17.30 Uhr hier vor dem Bus. Zehn. Meine Damen und Herren, es ist Kaffeezeit. Besuchen Sie doch unser Zugrestaurant. Kaffee und Kuchen warten auf Sie. Modelltest 2. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da.
12. Hallo Bea, hier Tanja. Immer diese Anrufbeantworter. Ja, ich habe deinen Anruf gehört. Okay, wir treffen uns dann heute vor der Schule um 18 Uhr. Dann können wir später ins Kino oder in die Disco gehen. Bis dann. Hallo Bea, hier Tanja. Immer diese Anrufbeantworter. Ja, ich habe deinen Anruf gehört. Okay, wir treffen uns dann heute vor der Schule um 18 Uhr. Dann können wir später ins Kino oder in die Disco gehen. Bis dann. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer der Volkshochschule hat sich geändert. Die neue Telefonnummer ist 069 212 56 64. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer der Volkshochschule hat sich geändert. Die neue Telefonnummer ist 069 212 56 64. Hallo Robert. Du, ich komme heute etwas später zum Kurs. Sagst du das bitte Frau Remscheid? Mein Fahrrad ist kaputt und ich muss mit dem Bus fahren. Das dauert länger. Bis später. Hallo Robert. Du, ich komme heute etwas später zum Kurs. Sagst du das bitte Frau Remscheid? Mein Fahrrad ist kaputt und ich muss mit dem Bus fahren. Das dauert länger. Bis später. Guten Tag, Frau Krüger. Hier Hans Meier von der Firma Internet.com. Sie fangen doch morgen bei uns mit Ihrem Praktikum an. Alle wichtigen Formulare haben wir ja schon. Wir brauchen aber noch Ihren Ausweis oder eine Kopie. Bitte vergessen Sie das nicht. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Krüger. Hier Hans Meier von der Firma Internet.com. Sie fangen doch morgen bei uns mit Ihrem Praktikum an. Alle wichtigen Formulare haben wir ja schon. Wir brauchen aber noch Ihren Ausweis oder eine Kopie. Bitte vergessen Sie das nicht. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Modelltest 3. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Habt ihr ein Glück? Tolles Wetter und morgen fahrt ihr weg. Ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub. Fliegt ihr wieder nach Berlin oder nehmt ihr dieses Mal das Auto? Nein, dieses Jahr nehmen wir den Zug. Die Flüge waren zu teuer. Dann schönen Urlaub. Danke. Beispiel. Habt ihr ein Glück? Tolles Wetter und morgen fahrt ihr weg. Ja, ich freue mich schon so auf den Urlaub. Fliegt ihr wieder nach Berlin oder nehmt ihr dieses Mal das Auto? Nein, dieses Jahr nehmen wir den Zug. Die Flüge waren zu teuer. Dann schönen Urlaub. Danke.
1. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken vielleicht ein Glas Weißwein? Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken vielleicht ein Glas Weißwein? Zwei. Hallo Sonja. Sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der 2. Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. Hallo Sonja. Sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der 2. Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. Drei. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Vier. Guten Tag. 1 Pfund Tomaten bitte und 1 Kilo Kartoffeln. 1 Pfund Tomaten, 1,15 € und 1 Kilo Kartoffeln, 1,50 €. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 € zusammen. Bitte schön. Guten Tag. 1 Pfund Tomaten bitte und 1 Kilo Kartoffeln. 1 Pfund Tomaten, 1,15 € und 1 Kilo Kartoffeln, 1,50 €. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 € zusammen. Bitte schön. Fünf. Guten Tag. Ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Sie haben Glück. 1 Platz ist noch frei. Super. Und an welchen Tagen ist der Kurs und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag, Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also 4 Wochen. Guten Tag. Ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Sie haben Glück. 1 Platz ist noch frei. Super.
Und an welchen Tagen ist der Kurs und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also 4 Wochen. Sechs. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja klar, ich komme. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja klar, ich komme. Modelltest 3. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Letzter Aufruf für Herrn Krause, gebucht auf Lufthansa-Flug LH-222 nach Paris, Abflug 12.23 Uhr. Herr Krause, bitte begeben Sie sich sofort zum Schalter A21. Sieben. Liebe Fahrgäste, wir erreichen jetzt Köln Hauptbahnhof. Für die Weiterfahrt nach Bonn haben Sie folgende Umsteigemöglichkeit. IC 2027 von Gleis 7, Abfahrt 15.53 Uhr. Acht. Frau Eva Köhler, angekommen mit Lufthansa-Flug LH-1124 aus Barcelona. Bitte gehen Sie zur Information in Halle A, Schalter 120. Dort gibt es eine Nachricht für Sie. Neun. Sehr geehrte Kunden, unser Möbelhaus schließt in 15 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen und bedanken uns für Ihren Einkauf. Morgen um 9 Uhr sind wir wieder für Sie da. Meine Damen und Herren, auf Gleis 19 erhält Einfahrt der Regionalexpress aus Heidelberg, Ankunft 14.22 Uhr. Weiterfahrt nach Wiesbaden um 14.32 Uhr.
Modelltest 3. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen, am Dienstag um 14 Uhr, einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen, am Dienstag um 14 Uhr, einen Termin. Leider ist Herr Lemmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München. Der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München. Der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke. Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke.
Modelltest 4. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie diesen Pullover auch in Rot? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Jacke? Die Jacke kostet nur 55 Euro. Sie ist im Angebot. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch Hosen bekommen, zu günstigen Preisen. Ja, die Jeans hier für 49 Euro gefällt mir. Ich nehme sie. Beispiel. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie diesen Pullover auch in Rot? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Jacke? Die Jacke kostet nur 55 Euro. Sie ist im Angebot. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch Hosen bekommen, zu günstigen Preisen. Ja, die Jeans hier für 49 Euro gefällt mir. Ich nehme sie. Eins. Guten Tag. Mein Name ist Bernd Köhler. Ich bin krank und brauche einen Termin. Geht es morgen am Donnerstag? Nein, morgen haben wir keine Termine mehr frei. Können Sie am Freitag um 15 Uhr oder auch um 16.30 Uhr? Freitag um 15 Uhr passt mir gut. Dann bis Freitag. Auf Wiederhören. Guten Tag. Mein Name ist Bernd Köhler. Ich bin krank und brauche einen Termin. Geht es morgen am Donnerstag? Nein, morgen haben wir keine Termine mehr frei. Können Sie am Freitag um 15 Uhr oder auch um 16.30 Uhr? Freitag um 15 Uhr passt mir gut. Dann bis Freitag. Auf Wiederhören. Zwei. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen und Eier. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen und Eier. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Drei. Hallo Yvonne. Ich habe gehört, du hast eine neue Wohnung. Wann ziehst du um? Ich muss ab Oktober Miete zahlen, aber ich kann schon am 15. September umziehen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Hallo Yvonne. Ich habe gehört, du hast eine neue Wohnung. Wann ziehst du um? Ich muss ab Oktober Miete zahlen, aber ich kann schon am 15. September umziehen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Vier. Hallo John, was möchtest du trinken? Einen Kaffee oder möchtest du einen Apfelsaft? Ich mag Kaffee.
aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Gib mir bitte einen Apfelsaft. Oder ein Bier? Nein, lieber einen Apfelsaft. Ein Bier vielleicht später. Hallo John, was möchtest du trinken? Einen Kaffee oder möchtest du einen Apfelsaft? Ich mag Kaffee, aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Gib mir bitte einen Apfelsaft. Oder ein Bier? Nein, lieber einen Apfelsaft. Ein Bier vielleicht später. Sophia, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Und hast du am Donnerstag Zeit? Ja, Donnerstag ist gut. Ich kann ab 8 Uhr abends. Super, dann sehen wir uns Donnerstag. Sophia, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Und hast du am Donnerstag Zeit? Ja, Donnerstag ist gut. Ich kann ab 8 Uhr abends. Super, dann sehen wir uns Donnerstag. Sechs. Guten Tag. Ich suche eine Apotheke. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Apotheke. Guten Tag. Ich suche eine Apotheke. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Apotheke. Modelltest 4. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Liebe Fluggäste, gebucht auf Lufthansa-Flug LH170 nach Berlin. Wegen schlechten Wetters ist der Abflug nach Berlin heute nicht um 16.30 Uhr, sondern um 17 Uhr. Ich wiederhole, Abflug nach Berlin heute eine halbe Stunde später. Sieben. Liebe Besucherinnen und Besucher des Panoramabads, bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. Wie jeden Montag haben wir heute nur bis 20 Uhr geöffnet. Zu Ihrer Information, an den anderen Wochentagen, auch am Wochenende, können Sie bei uns bis 22 Uhr schwimmen. Acht. Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute empfehlen wir frisches Gemüse aus der Region. Und noch ein Hinweis. In unserem Restaurant im dritten Stock bieten wir Ihnen heute leckeren Sauerbraten für nur 9,50 Euro und verschiedene Salatplatten für nur 6 Euro.
9. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen Sie Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Leider hat unser Zug im Moment 20 Minuten Verspätung. Ihr Anschlusszug nach München, planmäßige Abfahrt 18.12 Uhr, wartet aber auf Sie. Wir bitten um Ihr Verständnis. Liebe Kundinnen und Kunden, der Winter steht vor der Tür. Winterschuhe in allen Größen für den Herrn und die Dame finden Sie im dritten Stock. Suchen Sie Kinderschuhe, gehen Sie bitte in den vierten Stock. Modelltest 4. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Hallo Maria, hier ist Anna. Du hast doch noch die CDs von mir. Du, ich brauche sie wieder. Eine Freundin macht am Wochenende eine Party und ich will ihr die CDs geben. Kann ich sie heute Abend so ab 20 Uhr abholen? Danke und bis dann. Hallo Maria, hier ist Anna. Du hast doch noch die CDs von mir. Du, ich brauche sie wieder. Eine Freundin macht am Wochenende eine Party und ich will ihr die CDs geben. Kann ich sie heute Abend so ab 20 Uhr abholen? Danke und bis dann. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Gunther Schmidt. Ich kann morgen leider noch nicht zur Arbeit kommen. Ich bin immer noch krank. Ich war gestern beim Arzt und er hat mich bis Ende der Woche krankgeschrieben. Ich komme dann nächste Woche wieder, am Montag. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Gunther Schmidt. Ich kann morgen leider noch nicht zur Arbeit kommen. Ich bin immer noch krank. Ich war gestern beim Arzt und er hat mich bis Ende der Woche krankgeschrieben. Ich komme dann nächste Woche wieder, am Montag. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Auf Wiederhören. Hallo Roberto. Wir haben bald Urlaub und wollen dieses Jahr nach Österreich fahren, nicht ans Meer. Da waren wir schon so oft. Ihr wart doch letztes Jahr in Österreich. Habt ihr Tipps? Könnt ihr etwas empfehlen? Wart ihr eigentlich auch schon mal in der Schweiz? Ruft uns bitte an. Jan. Hallo Roberto. Wir haben bald Urlaub und wollen dieses Jahr nach Österreich fahren, nicht ans Meer. Da waren wir schon so oft. Ihr wart doch letztes Jahr in Österreich. Habt ihr Tipps? Könnt ihr etwas empfehlen? Wart ihr eigentlich auch schon mal in der Schweiz? Ruft uns bitte an. Jan. Hallo Agnes,
Also, ich habe mal im Internet nachgesehen. Also das Konzert ist nicht in der Stadthalle, sondern auf dem Marktplatz. Treffen wir uns dort? Ich bin jetzt noch in der Volkshochschule, aber um 20 Uhr kann ich da sein. Bis dann, Eva. Hallo Agnes. Also, ich habe mal im Internet nachgesehen. Also das Konzert ist nicht in der Stadthalle, sondern auf dem Marktplatz. Treffen wir uns dort? Ich bin jetzt noch in der Volkshochschule, aber um 20 Uhr kann ich da sein. Bis dann, Eva. Hallo Claudia, hier Anja. Du hast gesagt, du willst am Samstag in die Disco gehen. Können wir nicht bei dir zu Hause bleiben und einfach fernsehen? Ich bin ein bisschen krank. Ich kann aber 2 Pizzas mitbringen und auch etwas zu trinken. Was denkst du? Bitte ruf mich an. Danke. Anja. Hallo Claudia, hier Anja. Du hast gesagt, du willst am Samstag in die Disco gehen. Können wir nicht bei dir zu Hause bleiben und einfach fernsehen? Ich bin ein bisschen krank. Ich kann aber 2 Pizzas mitbringen und auch etwas zu trinken. Was denkst du? Bitte ruf mich an. Danke. Anja.